Im Jahr 2021 brachten die EFG und die FEGs ein Buch heraus von Pastoren, und damit wurde offenbar, was schon seit vielen Jahrzehnten an den Ausbildungsstätten der Baptisten und freien Gemeinden eben gelehrt wird, die historisch-kritische Methode, die quasi das, ja, eine ganz üble Gotteslästerung ist und im Grunde, dass die Bibel als ein Buch wie jedes andere betrachtet, ohne Wunder, ohne, ja, alles wird hinterfragt, alles wird auseinandergenommen, der Zweifel wird reingesät, also eine satanische Technik, ganz, ganz übel. Und die Pastoren haben es längst alle verinnerlicht, und ich habe jetzt nochmal zwei Pastoren angeschrieben, die einen Podcast dazu gemacht haben. Sie haben das Buch, das das offenlegte, kritisiert. Aber ich kritisiere an ihnen, dass sie eben nicht zur Buße aufrufen und dass sie das Buch kritisieren, aber nicht die Ausbildungsstätten, die eigentlich dafür verantwortlich sind, dass es überhaupt in die Köpfe gelangt ist. Und letztlich kritisiere ich auch, dass sie in einem solchen Gemeindebund bleiben. Also für mich sind alle Gemeinden, also katholisch, evangelisch, freikirchlich, alle Gemeinden, die eben die HKM unterstützen, letztlich auch damit in der Ökumene sind, sind für mich abgefallene Gemeinden. Das ist eigentlich von der Bibel ganz klar. Also die haben mit der Gemeinde, mit der biblischen Grundlage nichts mehr zu tun. Da hat der Heilige Geist sich längst verabschiedet, weil es einfach nicht die Wahrheit ist. Mit Babytaufe angefangen und dass all diesen Irrlehren, die sie heute auch in den Freikirchen lehren, das ist nur noch übel. Ich lese mal vor, was ich geschrieben habe. Hallo, zuerst ein Lob, dass Sie einen Podcast gemacht haben. Ich finde, das Buch zeigt so viele katastrophale Dinge auf. Erstens, was an den Ausbildungsstätten der FEG und EFG gelehrt wird. Zweitens, dass das, was gelehrt wird, von vielen Pastoren schon verinnerlicht wurde. Drittens, dass das, was gelehrt wird, den Gemeinden verheimlicht wird. Viertens, dass das Gros der Pastoren, wurde der Glaube mit der HKM ausgetrieben. Sie unterhalten die Gemeinde nur, machen keine Jünger. Fünftens, es gibt eine Diskrepanz zwischen bibelgläubigen Gemeinden und einer bibelverachtenden Ausbildungsstätte. Sechstens, keine göttlichen Impulse kommen mehr aus Elstal in den letzten 30 Jahren. Es ist einfach nur geistliche Windstille. Siebtens, keine breite Empörung wegen des Buches zeigt letztlich die Gleichgültigkeit der Mitglieder. Achtens, keine Liebe zur Wahrheit und damit ein Mitgehen des Zeitgeistes statt mit dem Heiligen Geist. Und jetzt meine Kritik an den Pastoren, die diesen Podcast gemacht haben, den ich eigentlich ganz gut fand. Aber ich finde ihre Zielrichtung falsch. Jeder Pastor, der sich die Gotteslästerung angehört hat, muss dafür Buße tun und sich davon distanzieren. Wie soll denn wieder Glaube entstehen? Wie soll denn das der Vertrauen an die Bibel entstehen, wenn ich mir den ganzen Rotz angehört habe? Ich muss mich damit brechen, ich muss mich auf Gottes Seite stellen und das auch öffentlich und bewusst tun. Zweitens, sie kritisieren das Buch, aber nicht die Ausbildungsstätten, die es in die Köpfe gelegt haben. Das ist eigentlich diese heilige Kuh. Sie legen sich nicht mit den Ausbildungsstätten an, weil dann würde ja ihr eigener Ruf Schaden nehmen. Und deswegen, ja, das ist einfach ein Trauerspiel. Keiner steht auf. Ich finde im Internet fast nichts, außer Hartwig, der das geäußert hat, und auch ein paar Brüdergemeinden, Leute, gibt es keinen, der sich damit beschäftigt, mit diesem Götzendienst. Kein gottesfürchtiger Gläuber kann in einem solchen Gemeindebund bleiben, wo Gott so gelästert wird. Ja, das ist meine persönliche Meinung. Ich bin da echt, ich finde es eigentlich gut, dass das Buch rauskam, weil es einfach zeigt, wie verheerend das geistliche Niveau ist. Noch schlimmer an den Ausbildungsstätten als in den Gemeinden. Aber letztlich zeigt die Resonanz in den Gemeinden, dass ihnen alles egal ist. Also das Fernsehprogramm ist vielen wichtiger. Okay, ciao.